Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tipps macht's. Heute möchte ich euch mit euch darüber sprechen, wie man mehr Kills in Warzone schafft, beziehungsweise High Kill Games in Warzone schafft. Dafür gibt es, ja, ich habe so ungefähr 10, 11 Tipps, die ich gerne einmal mit euch durchgehen möchte. Und ich habe erst auch überlegt, wie ich das Ganze hier aufnehmen werde, ob ich Gameplay im Hintergrund einfüge. Das Problem ist, ich habe aber nur Gameplay aus dem Stream, dann ist da wieder aber das mit der Facecam und dann ruckelt das auch wieder beim Schneiden, weil die Dateien vom Stream immer so groß sind. Und ja, gut, am Ende vom Lied, ich habe mir jetzt gesagt, komm, ich gehe jetzt in eine Runde Plunder, beziehungsweise in 2 oder 3 und versuche diese 10 Tipps und Tricks eben mit euch durchzugehen und dabei eben eine saubere Runde zu spielen. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch etwas lost klinge oder etwas länger brauche zum Erklären der Sachen. Ja, und lasst uns doch einfach mal reinhüpfen. So, nicht wundern, ich habe den Spielsound etwas leiser, damit ich mich mehr aufs Reden konzentrieren kann. Und es ist so, ja, wir fangen doch einfach mal an mit dem ersten Tipp. Es ist so, dass das High-Kill-Game schon im Flugzeug anfängt, denn es ist wichtig, dort zu landen, wo natürlich auch viele Gegner sind. Und der Teamleader hat dann auch die Aufgabe, eben so diese High-Loot-Places zu lokalisieren. Wir können jetzt mal hier die Fluglinie mitgehen. Also besonders beliebte Orte sind eben Superstore, Boneyard, TV-Station, das sind so die, oder Airport, das sind so die meistbesuchten Orte. Und besonders wenn das Flugzeug darüber fliegt, dann ist es natürlich logisch, dann fliegen da die meisten Leute hin. Das sind unter anderem auch Aufträge, wo eben auch viele Aufträge sind. Hier im Boneyard sieht man das ganz gut, in Storage Town. Superstore ist wie gesagt immer voll. Das ist so ungefähr zu vergleichen wie die Schule in PUBG. Und Hospital ist auch immer sehr gut besucht. Das heißt, wenn ihr ein High-Kill-Game haben wollt, dann solltet ihr auch zu diesen gut besuchten Orten eben hinfliegen und auch nach Aufträgen suchen oder geiern. Dann kommen wir nämlich auch jetzt zum nächsten Thema. Fliegt zu diesen Orten, wo auch viele Aufträge sind, sucht euch schnellstmöglich Waffen und versucht die Aufträge, auf die alle geiern, abzufangen. Es ist nämlich so, es bringt euch nichts, einen Auftrag zu starten, Bounty zum Beispiel, wenn ihr direkt danach sterbt, weil ihr auch keine Waffe habt. Deswegen Hot Drops anhand der Fluglinie lokalisieren, anschließend Waffen sammeln, looten und abfangen schräger Aufträge mitnehmen. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, der ist so einfach und das hätte sich auch jeder schon denken können, aber versucht, euer Loadout so schnell wie es geht zu bekommen, denn durch den Loadout habt ihr stärkere Waffen, Meta-Waffen, die ich übrigens auch regelmäßig hier auf diesem Kanal vorstelle. Also starke Klassen-Setups, Waffen-Setups stelle ich unter anderem hier auf meinem YouTube-Kanal, aber auch auf meinem TikTok- oder Instagram-Channel vor. Also schaut doch gerne auch mal drüben vorbei. Unter anderem führen wir auch viele Diskussionen während des Streams, während des Livestreams auf Twitch. Also ihr seid alle herzlich eingeladen. Na, auf jeden Fall ist es so, dass man möglichst schnell den Loadout zusammenkriegen sollte, weil ihr, wie gesagt, mit dem Loadout einfach einen unfassbaren Vorteil habt gegenüber Leuten, die eben mit den zu findenden Waffen spielen. Was könnt ihr denn auch tun, um schnell an euer Loadout zu kommen? Wie eben schon gesagt, Aufträge. Mit den Aufträgen könnt ihr schnell an Loadouts kommen. Am besten dafür geeignet sind eigentlich Scavenger-Aufträge, also die mit der Lupe, wo ihr die Kisten einsammeln müsst. Wenn ihr im Trio seid, dann ist es in der Regel so, dass ihr das Ding relativ schnell zusammen habt, das Loadout. Kleiner Tipp. Sammelt keine Scavenger-Aufträge direkt an Buy-Stations auf. Die führen meistens weg von den Buy-Stations, sondern macht es so, dass ihr die ein bisschen weiter weg sind, nehmt und die führen euch dann meistens Stück für Stück dorthin. Dritter Punkt, den ich gerne euch erklären möchte, ist, ihr wollt natürlich möglichst viele Fights haben, möglichst viele Engages haben, also sprich mit anderen Teams fighten. Wie macht ihr das am besten? Da durch Bounty-Aufträge. Sprich, ich oder wir konzentrieren uns ganz oft auf diese Bounty-Aufträge. Erstens, ihr habt natürlich einen Vorteil darüber, ihr könnt ohne Drohne zu sehen, wo die Gegner sind und wo ein gegnerisches Team sich aufhält, wohin sie rotieren und allem drum und dran. Was ihr nicht machen solltet, ist relativ stumpf und dumm immer in die gegnerischen Teams und Fights zu rennen. Ihr solltet es eher so machen. Nehmt euch die Zeit, positioniert euch richtig, verschafft euch einen Highground oder einen Vorteil durch vielleicht schon Warten in der Zone auf das gegnerische Bounty oder ähnliches und dann fightet. Also nicht dumm reinrennen, sondern natürlich mit gewissen und Verstand sich erst einen Vorteil verschaffen, weil ihr wisst, wo die Gegner sind. Sie wissen nicht, wo ihr seid, beziehungsweise, ja, sie wissen schon, wo ihr seid, aber nur, wie nah ihr seid, nicht, wo genau ihr seid. Ja, andersrum ist es eben so, dass ihr ja mehr Infos habt als das gegnerische Team. Wenn ihr die Bounties macht, habt ihr viel Geld und durch das Geld könnt ihr natürlich viele Drohnen kaufen. Besonders stark sind die Drohnen vor dem ersten Loadout, weil die meisten Leute holen sich mit dem ersten Loadout eben Overkill, also 2 Primärwaffen, damit sie schon mal ihre Lieblingsklasse haben. Und erst mit dem zweiten Loadout holen die
dann meistens ihre Geistklasse. Deswegen Drohne vor dem ersten Loadout holen, aktivieren und dadurch, dass ihr auch zu dritt oder vielleicht auch zu viert seid und relativ viele Drohnen habt, ihr die Möglichkeit, auf den Herzschlagsensor zu verzichten. Denn wenn jemand Geist hat, könnt ihr ihn natürlich auch nicht auf dem Herzschlagsensor sehen und das wäre für euch dann natürlich ein Stück weit doppelt gemoppelt. Heißt, spart euch das Geld für einen Herzschlagsensor, nehmt lieber Stun-Granaten mit, dadurch könnt ihr stärker pushen und verschafft euch dann, wie gesagt, dadurch wieder einen Vorteil. Nächster Punkt ist, nutzt Fahrzeuge und zwar zu eurem Vorteil. Ganz einfach, die Laster, die ihr überall auf der Map findet, die bieten euch eben den Vorteil, dass ihr geschützt seid. Die halten sehr viel aus, die Laster, und dadurch habt ihr natürlich den Vorteil, ihr könnt schneller bewegen, ihr könnt mehr Gegner finden, ihr könnt schneller engagen, ihr könnt schneller disengagen und seid dadurch viel mobiler, seid geschützter. Denkt dran, ihr steigt immer auf der linken Seite von dem Laster aus, also wenn das Team rechts von euch ist, könnt ihr aussteigen und habt direkt das Auto als Deckung vor euch, was euch wiederum auch wieder einen Vorteil verschafft, weil ihr euch in der Regel besser bewegen könnt, entscheiden könnt, natürlich, wenn ihr aussteigt und nicht. Die anderen meisten Leute stehen einfach nur da und geiern einfach wirklich auf das Fahrzeug, bis ihr aussteigt oder sie vielleicht auch überfahren sind. Nutzt die Fahrzeuge wirklich zu eurem Vorteil. Beim Helikopter genau dasselbe. Ihr könnt die Helikopter mitnehmen, ihr könnt die Helikopter nutzen, um schnell euch auf der Map zu bewegen, um Scavenger- oder Bounty-Aufträge schnell zu suchen und zu finden und dazu dann auch noch euch den Highground sichern. Unter anderem könnt ihr die Laster natürlich auch dafür verwenden, um zum Beispiel von oben in Häuser wie dieses hier zu kommen. Ihr könnt mit dem Laster ranfahren, raufklettern und oben drauf springen. Besonders wenn ihr zu zweit oder zu dritt seid, kann sich ein Teammate oben aufs Auto stellen. Ihr fahrt irgendwie gegen diese Wand und von da aus kann dann der obere direkt reinspringen und die anderen pushen von unten. Das ist super gut, um zu engagen und die Gegner dann auch zu sandwischen. Als nächsten Punkt habe ich etwas, was viele wahrscheinlich unterschätzen. Die Map ist euer bester Freund. Ja, es ist so. Die Map bietet euch so viele Informationen, wo Gegner sind, wo gerade gefightet wird. Die Gegner werden ja als rote Punkte, wenn sie keinen Schalldämpfer haben, auf der Karte angezeigt. Das heißt, wenn eventuell jemand aus dem Gulag zurückgekommen ist, hat er noch eine Standardwaffe, die keinen Schalldämpfer hat, die auf dem Boden gefunden hat oder ähnliches und wird damit in den Fight gehen. Und ihr könnt einfach sofort lokalisieren, wo der Gegner ist. Ihr könnt hören, ob irgendwie sich Gegner nähern. Zusätzlich wisst ihr immer, wo Gegner sind, wenn zum Beispiel Aufträge auf der Minimap verschwinden. Es ist so, dass die Aufträge, zum Beispiel der hier, uns angezeigt werden. Ihr könnt sie euch zum Beispiel auch markieren. Wenn sie dann verschwinden, dann hat sie jemand genommen. Dann bemerkt ihr das auch. Aber wenn ich den jetzt nehmen würde, verschwindet er natürlich auf der Minimap auch für die anderen. Und die anderen Leute würden auf jeden Fall wissen, dass ich hier bin. Das gilt für alle Aufträge. Das gilt für Fahrzeuge. Und dann natürlich eben die roten Punkte auf der Minimap. Als nächsten Punkt auch etwas, das jetzt natürlich im Plunder-Match nicht so ganz zur Geltung kommt. Aber die Zone. Nutzt sie zu eurem Vorteil. Die Zone drückt Gegner im Optimalfall in eure Richtung. Positioniert euch am besten am Rand der Zone. Findet heraus, wo sich Gegner befinden. Und sorgt und wartet darauf, dass die Zone die Gegner zu euch drängt. Erstens, die Gegner sind immer unter Zeitdruck. Zweitens sind die Gegner meistens in der Rotation, das heißt auf dem Open Field. Und sind nicht gerade gut vorbereitet auf den Kampf. Und ihr könnt dann eben euch schon so stark positionieren im Highground oder an Häusern, an Mauern und die Deckung zu eurem Vorteil nutzen. Die Zeit spielt euch da definitiv in die Karten und viele Leute, die eben spielen, haben, machen in Stresssituationen eher Fehler und neigen dazu, Fehler zu machen. So. Und ihr habt natürlich wenig Aufwand, weil die Zone für euch das Movement der Gegner oder das Hetzen der Gegner sozusagen, das Scheuchen der Gegner übernimmt. Nächsten Punkt hat auch wieder mit der Zone zu tun. Lokalisiert starke Orte oder Plätze in der Zone. Sowas wie zum Beispiel Häuser oder Berge oder ähnliches, wo abzusehen ist, dass die Zone dahin geht. Und nehmt diese relativ früh ein und nutzt diese zu eurem Vorteil. Weil ihr wisst alle, nichts ist stärker als Highground. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, eben Berge oder auch Dächer von Häusern einzunehmen. Dann habt ihr damit den Vorteil. Jetzt habe ich natürlich hier das spannendste Match überhaupt erwischt. Tut mir leid, dass ich hier nicht einen einzigen Gegner sehe. Der nächste Tipp, den ich für euch habe, ist auch relativ simpel, sehe ich aber bei vielen Leuten als kritisch an. Und zwar, werdet schneller in dem, was ihr tut. Es klingt echt simpel und es klingt einfach und es klingt dumm, aber es ist wirklich so. Durch Geld droppen, durch Munition droppen, durch Platten droppen, durch langsames Loadout nehmen oder auch durch langsames Looten geht euch so viel Zeit verloren. Das ist nicht schön. Das wird euch immer wieder einholen. Wie oft wurde ich schon geholt, wurden Mates von mir schon geholt, als sie sich den Loadout geholt haben. Oder also geholt, als sie an der Buystation lagen, nur weil sie vielleicht den einen oder anderen Kniff nicht kannten. Ich habe übrigens ein Video gemacht, wo ihr schneller werden, mit einfachen Tricks, wie ihr damit schneller werden könnt. Sprich, schnellere Mechanics, zum Beispiel, wie ihr am PC die Käufe schneller bestätigen könnt und dem ganzen Gedöns. Dazu gibt es ein Video. Schaut es euch gerne mal an. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und auf jeden Fall lernt, also ich sag's mal, ich drück's noch mal
etwas anders aus. Lernt, schnellere Entscheidungen zu treffen. Es wird euch euer Leben im Warzone vereinfachen und die Kills, die ihr macht, auf jeden Fall erhöhen. Und die Chance natürlich dann erwischt zu werden, wird dadurch auch verringert. Weil ihr in der Regel die Gegner outlootet und dann am Anfang auch schneller als die Gegner eben seid. Als vorletzten Tipp, auch einfacher gesagt als getan. Ich möchte euch darum bitten, lernt oder versucht taktischer vorzugehen in Kämpfen. Sprich, lernt gegen mehrere Gegner zu spielen. Es geht mir darum, es ist oft so, dass man vielleicht der Einzige oder mal in einer Situation alleine ist und gegen mehrere Teams spielen muss oder gegen mehrere Leute aus einem Team spielen muss. Geht taktisch vor, versucht da das 1 gegen 1 zu forcen. Also piekt niemals gegen zwei Leute oder mehr als zwei Leute. Es bringt nichts, weil einfach mehr Firepower ist. Es sei denn, ihr habt wirklich richtig göttliches Movement, aber ja, das haben die wenigsten, auch besonders Controller-Spieler sind, was das angeht, ja oft benachteiligt, weil sie eben einfach langsamere Reaktionszeiten haben, beziehungsweise Empfindlichkeiten. Also ich kann mich mit einer Maus deutlich schneller umdrehen und präziser als ein Controller-Spieler. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Controller-Spieler schlecht sind, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und lernt wirklich, sucht euch den schlechtesten Gegner aus dem Team heraus, versucht diesen zu knocken und von da an braucht ihr eigentlich nur noch abwarten und versuchen, die Gegner gegeneinander auszuspielen. Sprich, die werden versuchen, den hochzuholen. Die werden versuchen, ihn zu reviven. Während des Revives, das hört man, habt ihr die Möglichkeit natürlich, wenn ihr zum Beispiel Trio spielt, einer ist genockt, der eine versucht, ihn zu holen, dann spielt ihr also ein 1 gegen 1. Das könnt ihr ausnutzen. Dann könnt ihr versuchen, den, der den anderen vielleicht hochholt, auch zu knocken und so weiter und so fort. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ihr benutzt den ihr knockt, als Bait und nutzt das zu eurem Vorteil. Piekt nicht gegen zu viele Leute rein. Also knockt den lieber und wenn er Self-Revive hat, dann würde ich euch empfehlen, den zu finishen. Aber ihr hört auch, wenn jemand sich wieder hochholt oder wenn jemand hochgeholt wird. Und wenn ihr gut genug seid, dann könnt ihr das auf jeden Fall alles so einplanen und koordinieren, dass ihr die gegeneinander ausspielt. Kann ich euch nur empfehlen, da wirklich taktischer vorzugehen. Klingt, wie gesagt, leichter, als es ist. Aber fokussiert euch da nicht immer unbedingt aufs Finishen. Das kriege ich halt auch immer wieder mit. Hauptsache, die Gegner finishen. Was bringt mir das aber, wenn ich einen Gegner finische, wenn das ganze Team danach tot ist? Es bringt halt so gut wie gar nichts. Und den letzten Tipp, den ich euch geben kann, ist ebenfalls so simpel dieser ist tatsächlich relativ simpel. Ich möchte nämlich darauf hinaus, dass ihr versucht, alle möglichen Störfaktoren auszuschließen. Also sorgt dafür, dass ihr die bestmögliche Umgebung für euch schafft. Sprich, also die richtige Mausempfindlichkeit, die richtigen Color-Settings, dass ihr die Gegner vielleicht auch in Dunkelheit sieht, weil das sind natürlich auch Dinge, womit ihr euch einen Nachteil verschafft, wenn ihr ja in Fight seid oder halt Killgames habt. Das bringt es euch, die Taktik, anderen Taktiken umzusetzen, wenn euer Spiel beispielsweise laggt, nur weil ihr das Spiel auf Ultra spielen müsst, obwohl eure Grafikkarte das gar nicht packt und so weiter. Oder wenn ihr eine viel zu hohe Mausempfindlichkeit habt, mit der ihr gar nicht zurechtkommt und die Gegner am Ende zwar viel seht und findet, aber am Ende des Tages nicht töten könnt und trefft, weil ihr ruckelt oder laggt oder was auch immer. Also ich glaube, es ist auch hier klar, worauf ich hinaus möchte. Ja, ich muss mich echt für das Gameplay im Hintergrund entschuldigen. Ich habe echt gedacht, das wird hier so ein bisschen spannender. Also ich werde die Runde hier jetzt noch zu Ende spielen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dran geblieben seid. Wenn ihr euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich über den Support auf jeden Fall freuen. Ich weiß das jetzt zu schätzen. Und vergesst nicht die anderen Tipps und Tricks-Videos, wie beispielsweise Meta-Waffen-Loadouts und auch schnellere Mechanics in Warzone auszuchecken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oh, da. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt, wenn ich ehrlich bin.